Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Gerald, guten Tag. Ich grüße dich. Hallo. Und alle, die uns hier auch zuhören. Herzlich willkommen. Weniger Skipisten bis zum Jahr 2100. Das ist die Überschrift über einer Meldung der Tagesschau auf tagesschau.de und sie nimmt Bezug auf eine Studie der Universität in Bayreuth, in der festgestellt wird, ja, dass unsere Skigebiete verschwinden. Berührt dich das? Das ist eine großartige Neuigkeit. Ja, es wird ja noch viel schlimmer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil die da auch eine Jahreszahl angeben und dann auch eine Prozentzahl angeben, um wie viel die Gebiete kleiner werden. Und ich glaube, da ging es um das Jahr 2090 oder so. Es geht um das Jahr 2100 die gehen davon aus, dass die natürliche Schneedecke zum Beispiel in den australischen Alpen um 78% schwindet, in den Rocky Mountains in den USA um 23% und eben auch in den Alpen. Interessant ist der Schluss, der daraus gezogen wird, nämlich dass alpiner Wintersport nicht mehr möglich sein sollte. Das wäre der naheliegende Schluss, der ist es aber nicht, sondern da steht, alpiner Wintersport wird immer exklusiver. Ja, der muss immer höher. Genau. Das ist nämlich die Folge. Skiliftbetreiber, vor allem in tieferen Lagen, müssen halt auf Kunstschnee zurückgreifen und ganz alleine funktioniert das eben auch nicht und ist vor allem ja so teuer, dass die sich dann nicht mehr lohnen. Da wird dann davon geredet, dass der Skipass in den Alpen irgendwann 9.000 Euro kostet. Werden wir dem Thema damit gerecht? Was lernen wir denn daraus? Also die entscheidende Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich solche Meldungen lese oder höre, heißt, was war denn das für ein Journalist, der das für so wichtig gehalten hat, dass er das jetzt in die Öffentlichkeit tragen muss? Hm. Also mich interessiert das tatsächlich überhaupt nicht. Was mich aber furchtbar interessiert, ist die Tatsache, dass wir eine Erwärmung haben, die dazu führt, dass diese ganzen Gletscher und dann auch die Gebirge, die solche Wasserreserven in Form von Schnee und Eis und Gletschern für uns bereithalten, dass diese Wasserreserven da oben alle wegschmelzen und dann etwas entsteht, das hat mit den Schäden, die es für die Skigebiete und die alpinen Pisten bedeutet, aber auch gar nichts mehr zu tun. Das wird eine richtige Katastrophe. Da kommt unten nichts mehr an. Also wir sehen ja jetzt schon, dass weniger vom Himmel kommt. Und wenn es mal kommt, immer gleich in Sturzbächen, sodass es auch nicht in der Erde gut gespeichert werden kann. Und dann kommt nun auch noch über die großen Flüsse aus den Gebirgen immer weniger an in Zukunft. Also wir haben wirklich ernsthafte Probleme und dann kommen die dann mit so einer lächerlichen Meldung, dass im Jahre 2100, dass nun auf einmal nicht mehr so leicht wird mit dem Skilaufen auf irgendwelchen Pisten. Also, da muss man wirklich keine anderen Sorgen auf dieser Welt haben, dass man sich mit so einem Quark beschäftigt. Jetzt würde ich gerne mal deine Frage beantworten, und zwar aus der Sicht des Journalisten. Man kann ja argumentieren, dass Menschen eben von Dingen, die sie direkt berühren, dann auch sehr viel mehr Lehren ziehen können. Tatsächlich ist das Konzept der Klimaveränderung ein sehr komplexes. Und viele Menschen wehren sich dagegen. Ist es nicht, wenn wir das mal aus rein pädagogischer Sicht sehen, vielleicht sogar der richtige Ansatz zu sagen, ja Leute, ist ja alles schön und gut, aber wenn das so kommt, dann ist das nichts Abstraktes, das ist nichts für die Forscher, sondern dann heißt das zum Beispiel auch, euren Skiurlaub könnt ihr vergessen. Wenn man es so rumsieht, ist es vielleicht wieder eine sehr angemessene Art und Weise, Menschen die Folgen des Klimaschutzes näher zu bringen. Ja, damit kommst du aber in einen Bereich, wo es wirklich anfängt, sehr spannend zu werden, nämlich wir landen jetzt bei der Frage, was bringt Menschen dazu, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen oder noch schöner für den Schutz der Natur.
Nehmen wir das mal als Beispiel. Was bringt Menschen dazu, sich für den Schutz der Gebirge oder der Wälder oder der Wiesen und der Moore einzusetzen? Und da ist es definitiv nicht die Tatsache, dass man das alles so schön benutzen kann. Ja, dass man im Wald gehen kann, um im Wald zu baden, dass man im Wald gehen kann, um Holz zu machen oder um sich zu erholen oder dass man so ein Moor mal besichtigen kann. Das ist alles, wir benutzen die Natur. Und durch das Benutzen der Natur entsteht ja keine Verbundenheit mit der Natur. Und die bräuchte man aber. Man müsste den Menschen dort abholen und müsste ihnen auch Gelegenheit geben, diese Verbundenheit mit dem Wald, mit dem Moor, mit den Sumpfwiesen und mit dem Gebirge herzustellen. Das heißt, die Menschen müssten das alles irgendwie mögen oder vielleicht sagen wir sogar lieben, weil es ihnen so am Herzen liegt. Nicht, weil sie es so gut benutzen können, sondern weil es ihnen einfach wichtig ist. Um des Waldes selbst willen. Ne? Also ich mag den Wald, weil es der Wald ist und nicht, weil ich da drin so schön spazieren gehen kann. Nun würden viele, die gerne in den Skiurlaub fahren, wahrscheinlich sagen, das ist für mich tatsächlich auch jedes Jahr dann wieder ein Naturerlebnis, wenn ich in den Bergen sein kann und die Landschaft sehe und da Ski laufen kann. Da fällt mir dann Ernest Hemingways Beschreibung ein, wie er in Schruns selber Ski laufen gegangen ist, wie er an mehr als einen halben Tag mit seinen Skiern bergauf gestiegen ist, um dann einmal bergab zu fahren. Da habe ich das Gefühl, das war noch etwas näher an dem Naturerlebnis. Ob man mit riesen Liftanlagen den Berg hochfährt und dann autobahnbreite Pisten wieder runterrutscht, ob das noch viel mit Naturerlebnis zu tun hat, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja, aber ist es nicht in vielen Bereichen so, dass wir Dinge tun und sie dann mit so einer rationalen Erklärung versehen, sodass wir dann das schlechte Gewissen los sind? Und dann wird dann gesagt, ja, ich gehe doch Skilaufen, weil ich die Natur so sehr liebe. Und da weiß doch jeder, dass das nicht stimmt. Dass es primär immer um das Vergnügen beim Skilaufen geht. Ja. Das müsste man dann aber auch mal, man müsste die Menschen dazu bringen, dass sie hier Farbe bekennen und dass sie mal wirklich sagen, warum sie gerne auf diese Skipisten gehen. Das hat mit Naturliebe nichts zu tun. Und nochmal zurück. Erst dann, wenn ich so eine innere Verbundenheit spüre mit irgendetwas, mit der Natur oder auch mit dir oder mit meinen Kindern. Nur dann, wenn ich mich mit denen so wirklich verbunden fühle und nicht dann, wenn ich sie brauche und ich da von denen irgendwelche Vorteile habe, dann habe ich auch das Bedürfnis, mich darum zu kümmern, dass das nicht zugrunde geht. Das heißt, wenn wir Nachhaltigkeit wollen, wenn wir Menschen wollen, die die Natur schützen und die sich dafür einsetzen, dass unsere Gletscher erhalten bleiben, dann geht das nicht über solche Argumente, dass man die Natur dann nicht mehr richtig nutzen kann, sondern dann ginge das eher darüber, dass man die Menschen einlädt, den Zauber der Alpen und der alpinen Wiesen und der alpinen Landschaften und auch der alpinen Winterlandschaften zu erfahren und sich davon tief im Inneren berühren zu lassen. Dann könnte es passieren, dass sie sagen, oh, das möchte ich aber jetzt nicht, dass das verschwindet. Das hieß aber dann, dass man aus so einer Meldung durchaus auch was lernen kann. Nämlich, wir gehen da vielleicht den völlig falschen Weg. Müssen wir das überhaupt machen mit diesen Skipisten, mit diesem beinahe industriellen Tourismus, der da stattfindet? Ja, nur das ist eben jetzt nicht die Absicht der Meldung. Das ist etwas, was wir jetzt hier rauskitzeln. Das ist ja auch das, was mir so viel Freude macht mit dir, dass wir aus eigentlich unsinnigen Meldungen immer noch Honig saugen. Und dann plötzlich merken, vielleicht brauchen wir auch solche unsinnigen Meldungen, um zu erkennen, anhand der Unsinnigkeit, wie es eigentlich besser wäre. Also jetzt nochmal ganz groß gesprochen, unsere gesamten Nachhaltigkeitsbemühungen werden nicht umgesetzt werden können und werden auch nicht gelingen, wenn wir immer nur mit kognitiven Argumenten daherkommen und erzählen, warum das besser nutzbar ist. Es wird erst dann der Mensch in der Lage sein und es werden erst dann viele Menschen in der Lage sein, sich um diese Natur und um all das, was da jetzt durch Klimaerwärmung und Umweltzerstörung zugrunde geht, zu kümmern, wenn ihnen das wirklich am Herzen liegt. Und mir liegt nicht etwas deshalb am Herzen, weil ich es so gut benutzen kann. Also deshalb bin ich auch, mir liegt nicht mein Auto am Herzen. Ich kann das gut benutzen, aber das ist nicht, ich kümmere mich so darum, dass es weiter fährt, aber mehr nicht.
Aber der da gibt es aber auch andere Leute. Ja, und dann sieht man ja auch schon, dass es da sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und denen liegt dann was anderes am Herzen. Aber auch das müssen wir rausarbeiten. Denen bin ich dann, also ich habe dann Verständnis, dass so ein Mensch, dem das Auto näher ist als der Wald, weil er sich noch nie im Wald wohlgefühlt hat und noch nie erlebt hat, wie zauberhaft es sein kann im Wald, dass der sich dann, weil er immer nur den Zauber seines Autos genossen hat, was er immer schön pflegt und putzt und aufrüstet, dass der sich dann mehr für sein Auto interessiert und dem diese ganze Umweltproblematik vollkommen egal ist. Das wundert mich auch nicht. Nur den erreichst du auch nicht, indem du die Meldung verbreitest, dass der Wald in Zukunft, was weiß ich, also nur noch halb so groß ist. Oder dass da die Bäume sterben. Das ist dem doch scheißegal. Der war vorher nicht im Wald, hatte vorher keine Beziehung zum Wald und er hat auch jetzt keine. Und dann kannst du ihn nur noch zwingen, dass er nicht mehr ständig mit seinem Auto umherfährt. Und dann sind wir in diesem Reglementierungsstaat angekommen, wo man alles reglementieren muss, weil nichts mehr von alleine läuft. Und es läuft nicht mehr von alleine, weil den Leuten das auch gar nicht mehr wichtig ist. Es liegt ihnen nicht am Herzen, sie mögen es nicht wirklich. Unter dem Strich kann man wahrscheinlich sagen, solche Meldungen, so apokalyptisch sie vielleicht für Skifahrer klingen und sicherlich für die Betreiber der Skigebiete, bergen eben auch die Chance einer Rückbesinnung. Aber die ist schwer und das fällt auch nicht eben leicht. Und dann haben wir diesen Konflikt, den wir gesellschaftlich ja jetzt auch beobachten, dass wir uns irgendwo wiederfinden, eben nicht zwischen, sondern an einem der beiden Enden von was fällt euch eigentlich ein, wie Greta das gesagt hat, und dem Aufkleber auf dem Auto, fuck you Greta. Genau, und dann siehst du, wohin das führt, in die Polarisierung. Mhm. Ja. Und was wir doch finden müssten, ist ein Weg, wie wir allen Menschen die Liebe zum Wald ins Herz legen. So, und da sind wir wieder bei diesem Thema Bildung und Erziehung und bei der Frage, wie oft denn eigentlich Kinder in der Grundschule Gelegenheit haben, mit ihrem Lehrer mal einen ganzen Tag im Wald zu verbringen und dort all das zu entdecken und zu suchen und zu finden, was es dort alles gibt. Und dann mit dieser inneren Liebe zum Wald wieder rauszukommen und zu sagen, das war heute so schön im Wald. Ja. Und dann, wenn wir das nicht machen, kriegen die keine Verbundenheit zu diesem Wald. Mhm. Dann ist das nicht ihr Wald, dann ist das eben ein Objekt wie alle anderen Objekte. Und da kann es dann durchaus sein, dass das Objekt Auto später im Leben viel wichtiger ist als der Wald. Ja. Oder umgekehrt, was wir ja schon beobachten, das muss man ja auch sagen, viele Menschen in der jüngeren Generation haben längst nicht mehr die Beziehung zum Auto, wie meine Generation noch hatte, die im Grunde eine Autogeneration war, wo das Auto sinnbildlich für persönliche Freiheit war. Viele junge Leute machen noch nicht mal einen Führerschein und sagen, ich will gar kein eigenes Auto. Ja, da hat sich auch schon eine Menge getan. Das Auto ist auch jetzt nur so ein altmodisches Beispiel, weil ich schon zu diesen alten Säcken gehöre, die noch Leute kennen, die den ganzen Tag ihr Auto geputzt und gepflegt haben. Das ist aber im Grunde genommen ja nur ein Denkmodell, an dem man das erläutern kann. Ja, völlig klar. Was mir aber auch Gedanken macht, ist, wenn junge Leute jetzt mit so einer Emphase loslaufen und sagen, wir müssen die Welt retten und wir müssen die Natur schützen, und dann frage ich die, sag mal, wann warst du denn das letzte Mal im Wald? Und dann können die mir gar nicht richtig antworten. Und dann frage ich sie, was liebst du denn im Wald so sehr? Und dann wissen die das auch nicht. Die sind voll im Kopf mit lauter Argumenten, aber ihr Herz ist eigentlich nicht im Wald oder nicht dort, wo sie was schützen wollen. Und das ist bedenklich, weil der Psychiater würde sagen, das geht in Richtung einer Wahnvorstellung, dass man etwas rein mit dem Kopf so wichtig nimmt, dass man alles bereit ist dafür zu tun, weil man also die Befürchtung hat, dass sonst die Welt untergeht. Und wenn man dann aber genauer guckt, ist der Mensch gar nicht bei sich. Ist er nicht mit sich verbunden, ist nicht mit dem Wald verbunden, sondern nur mit seinen Vorstellungen. Und das ist, davor habe ich immer Angst. Ich habe immer Angst davor, wenn ich auf Menschen treffe, denen ihre eigene Vorstellung, die sie sich über die Welt oder über sich selbst oder über mich gemacht haben, wichtiger ist als der genaue Blick auf das, was da wirklich Realität ist. Wenn dann Lebensfragen zu Glaubensfragen werden. So ist das, ja. Das wird dann gefährlich, weil dagegen kann man sich nicht mehr richtig wehren, weil das auch sehr schnell moralisch wird. Dann bin ich der schlechtere Mensch. Und das ist dann nicht mehr so ganz leicht aus.
Hilft uns nicht weiter, ja. Wir lassen das so stehen, Gerald. Weniger Skipisten bis zum Jahr 2100, das kann zur Besinnung führen, muss aber nicht. Keine Meldung, die wir brauchen, aber es lässt sich eine Menge daraus schließen und eine Menge drüber reden. Die Meldung kann in die Tonne, aber unser Gespräch darüber war wertvoll und kann man nochmal anhören, ja. Gerald, herzlichen Dank auch an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht es gut. Tschüss.